Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Train Driver 2 Video. Wir schauen uns heute ein neues Stellwerk an, und zwar Kresk oder Kresk. Ich kann es nicht richtig aussprechen, ist vermutlich immer falsch, so wie ich es ausspreche, aber ich sage jetzt mal Kresk, irgendwie so. Diese Station ist ein Dieselbahnhof, eingleisig und bereits ab Stufe 11 verfügbar, und bei diesem Bahnhof kann man richtig viel Spaß haben, vor allem mit Güterzügen. Gesteuert wird das Ganze von zwei Stellwerken. Eins ist da hinten und das andere befindet sich hier hinter uns, da in der Ecke. Wir haben hier drei Spawns, zwei davon auf den Gleisen, jeweils mit All, und hier kann alles starten, Güterzüge, Personenzüge, Expresszüge, je nachdem, aber halt alles einfach ohne Oberleitung. Ja, ist ein bisschen älter hier angehaucht. Wir haben hier noch Wasserkräne da hinten zwei, aber auf der anderen Seite sind auch nochmal zwei, da ist einer, da hinten steht auch nochmal einer, und ich würde sagen, wir schauen uns als erstes mal die Stellwerke an, wenn wir das Interface hier mal kurz einblenden, und gehen mal in das allererste, beziehungsweise nicht in das hier, das war jetzt gerade ein bisschen zu viel, KR. So, das ist jetzt, ich sage mal, das rechte Stellwerk. Nachteil an diesem Stellwerk ist dieser Dude da, der hier Gleise auseinander nimmt. Aber schauen wir uns mal hier die Hebelbank an. Ist recht überschaubar. Wir haben hier einen sauberen Plan. Wir haben hier die ganzen Gleise. Gleis 1, 3, 5, 7. Und das da unten, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, ist Gleis 9. Dann da oben die zwei Abstellgleise. Die schauen wir uns dann gleich nochmal an. Und zur Hauptstrecke BN geht es da raus, da haben wir das Einfahrsignal, und wir haben hier zwei Abzweigungen, nämlich einmal hier nach Zementobnia, das ist so ein Zementwerk, wo die Leute hinfahren können und Sachen abstellen können oder wiederholen können, und dann haben wir noch hier, das ist Elevator, das ist das mit den Silos hier hinten, und ich würde sagen, wir schauen uns mal den Anschluss da unten als erstes an. Dazu gehen wir mal aus dem Stellwerk raus. So, eben hier ist die Ausfahrt, da rechts geht es zu diesem Zementwerk und hier runter zu dem anderen Anschluss. Wir können uns auch mal das Gleis hier kurz angucken. Ja, Gleis ist schon rumwerkeln. Also wenn ihr das Stellwerk macht, seid vielleicht nicht die ganze Zeit in dem Stellwerk da drin, außer ihr wollt diese Geräuschkulisse hier haben. Man kann aber auf das Gleis hier reinfahren, so für kleinere Rangierarbeiten, muss nur aufpassen, dass man hier nicht zu weit fährt. Die Weiche könnt ihr noch steuern, Weiche Nummer 15. Hier ein Tor, das man aufmachen kann, das lasse ich jetzt mal. Und dann haben wir hier die Abstellgleise, da stehen auch Wagen rum. Ihr könnt es natürlich, wenn ihr wollt, die Autoechse anpassen, dass hier nichts da steht, aber es ist natürlich schöner, wenn hier was da steht. Denn ab und zu kommen hier auch Leute vorbei, die hier gerne... Ich glaube, hier ist der Lutzbahn. Da. Hab's aber tatsächlich noch nicht ausprobiert. Die hier gerne mit den Wagen hier rumrangieren. Da. Beladung von den Zementsachen oder was auch immer da rauskommt. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Da kann man einmal umsetzen, und die einfach ganz normale Abstellgleise. So, damit wir das auch mal gesehen haben. Okay. Dann gehen wir nochmal in das erste Stellwerk hier rein. Als nächstes schauen wir uns mal den Anschluss hier Zementonia an. Das haben wir hier, Weiche 30. Die müsste... Na, die ist eine Handweiche da hinten. Genau. Aber wir haben hier WKs, die wir aufmachen müssen. Wir gehen jetzt mal rüber, schauen uns das mal an. Einmal schnell hingelaufen. Stimmt, das Weichenpaar lässt sich noch steuern. Und dieser WK hier... Ich habe IKs vorher gesagt. Mehrzahl, Einzahl, ist nur einer hier. Und da geht es hier hinten weg. Beziehungsweise das Gleis geht gerade noch weiter. Da kommt dann gleich ein Prellbock. Und da muss derjenige, der hier reinfahrt, darauf achten, dass diese Weiche hier passt. Ganz normale, klassische Handweiche. Die irgendwie schwebt. Sieht zumindest so aus. Ja, die schwebt. Okay, hier geht es ein kleines Stück nach hinten. Wir haben aber da einen Spawn für uns, Zementonia. Und dann sind wir hier drin. Die Einfahrt zu dem Ganzen hier
ist da vorne. Schauen wir uns das gerade mal an. Da kommt die Eingleisige rein. Da hinten hat es gerade schon eine Weiche, damit man hier auf die Sachen hier rausfahren kann. Und so wie die Gleisbelegung jetzt gerade ist, ist es per Standard. Hier hinten ist voll. Ich für mich tue mir da ein paar Wagen weg. Also den zum Beispiel und den, dass man hier ein bisschen Platz hat zum Rumschubsen oder was zum Abstellen. Aber per Standard ist hier alles voll. Im Forum ist der Gleisplan von allen sehr gut abgelegt. Das zeige ich euch dann später noch. Inklusive der Beschriftung der ganzen Gleise, wo ihr dann mit RMK die einzelnen Wagen löschen könnt. Das ist sehr vorbildlich. Okay, das wäre das. Wir gehen in das andere Stellwerk. Aus unserer Sicht jetzt das linke. Da hinten war das rechte. Wir sind jetzt im linken. Da ist diese kleine Abstellung, wo auch drei Wagen hier rumstehen. Und das Besondere hierbei, wir haben hier eine Steuerung für den Bahnübergang. Den da hinten. Den nutzen wir jetzt mal. Einfach einmal draufklicken. Und dann geht's schon los. Ah, das ist so ein schönes Detail. Ihr müsst darauf achten, dass ihr wirklich nur einmal klickt. Wenn ihr gerade zweimal hintereinander klickt, dann geht es einmal auf und wieder zu. So, da, komplett offen. Wir machen den wieder zu. Geht sogar die Stelle ab. Süß. Und hier haben wir auch wieder den Plan von der anderen Seite. Ist jetzt nicht so kompliziert, inklusive der Weichenbeschriftung, der Signalen und hier der Ausfahrt Richtung ZG. Also es ist wirklich nicht kompliziert, inklusive den einzelnen Ausfahrten. Zu den Signalen sei noch gesagt, ihr habt hier keine Rangiersignale, also entsprechend Obacht geben, beziehungsweise entsprechende Orders geben an den Lokführer, wie er was machen muss, weil ihr da nur die Ausfahrt geben könnt. Ja, und dann haben wir noch einen zweiten Bahnhof und der ist da hinten. Das ist dann der hier. Ich gehe mal ganz kurz raus. So, mal kurz orientieren. So, da unten ist der Hauptbahnhof. Da kommt man hier rauf und hier sind wir in Cassiopol. Da haben wir zwei Gleise. Einerseits dieses Hauptgleis hier. Hier haben wir ein drittes Gleis, wie wir hier sehen können. Da geht es dann weiter ans Ende der Szenerie. Und ja, ich sag mal, ein kleines Ausweichgleis bzw. Abstellgleis. Da stehen auch Sachen da. Auf dem Gleis ist da dahinter noch ein WK. Und ich glaube, auf dieser Seite ist keiner. Aber Handweichen. Ihr müsst eigentlich in dem Bahnhof hier drin nichts machen, außer es will da jemand in den Industrieanschluss da unten. Da hat es quasi so ein Benzin-Diesel-Depot. Ihr könnt dann entweder direkt, wenn sie von der Seite kommen, da reinfahren. Da müsst ihr aber vorher die Weichen stellen. Dort Handweiche, da hinten Handweiche. Oder ihr schickt es den vom Bahnhof hier rein, dass er hier stehen bleibt. Müsst ihr darauf achten, dass natürlich von der anderen Seite nichts kommt. Und schickt ihn dann da rein. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn hier Handweichen sind, dann kann hier ein Spieler, wenn er hier einfach reinfährt, hier einfach locker flockig umlegen. Ja, könnte er, aber ihr habt hier die Möglichkeit, dass ihr die Weichen verriegeln könnt. Und so gehen wir hier ins Stellwerk rein und dann haben wir hier die vier blauen Hebel da und hier nochmal eine Übersicht. Eben, da hinten ist der WK, Weiche 1, Weiche 10, 11, 100, 101. Und da geht es nach Pazza Pali. Und hier könnt ihr einerseits den WK aufmachen, den da hinten, falls ihr das braucht. Und ansonsten sind es die Weichensperren. Einmal für 101 und 100 in der Plusstellung, 10 und 11 und den WK und die Weiche 1. Sprich, im ganz normalen Betrieb geht sie her und macht die nach unten. So wie jetzt. Und jetzt sind die alle quasi in der Plusstellung verriegelt. Also von da nach da kann nur so der Zug fahren. Der kann sonst nirgends wohin. Die Weichen lassen sich nicht verändern. Zeige ich das mal ganz kurz. Wir können eigentlich gerade die Weiche als erstes nehmen. Die müsste jetzt auch verriegelt sein. Ja, genau.
funktioniert nicht mehr. Okay. Sprich, ihr lasst es die ganze Zeit so, dass hier verriegelt ist und wenn dann ein Zug da reinfährt, dann nehmt die Riegel weg, beziehungsweise wartet, bis er da reingefahren ist, beziehungsweise von anderen Zeiten Riegel rausnehmen und lasst ihn dann da einfahren. Ich meinte, da hinten hat es nochmal eine Weiche. Ja, genau. Da ist nochmal die andere. Und dann gibt es hier die Einfahrt. Hier gibt es auch noch ein kleines Stück nach hinten. Wir haben aber auch da ein Spawn. Das müsste da. Azakalypse hier sein. Die Einfahrt ist hier. Und wenn man sich mal hier nach unten umsieht, dann haben wir hier den Fächer. Und dann haben wir hier diese Tankwagen. Hier haben wir nochmal zwei Gleise zum Abstellen. Hier hinten geht es wieder zusammen. Und hier könnte man die Lok abstellen. Das Gleis geht auch bis rein. Ja, genau. Kann man hier abstellen, wenn man möchte, alles Handweichenbereich. Können die Leute also hier Spaß haben. Ja, sonst noch irgendeinen Spawn übersehen. Mal schauen, wir haben hier noch den Perron. Ist auch noch ganz praktisch. Das ist man hier direkt bei der Plattform. Kann da die Züge beobachten. Elevator ist hier hinten. KP war hier. Zementonia, Zementwerk. Und die zwei Stellwerke. Gehen wir wieder auf den Perron. So viel zum Bahnhof. Also er ist zwar groß, aber eigentlich nicht kompliziert, weil in der Regel schickt sie eigentlich die Züge auf dem Gleis einfach nur durch. Dann habt ihr vielleicht mal eine Kreuzung, da steht halt hier ein Zug. Ja, ab und zu kommt dann halt ein Spieler und holt sich halt hier Güterwagen ab. Oder lässt sie halt da. Ihr könnt es natürlich komplett leer hier starten und macht euch das selber zu. Ist dann ganz euch überlassen, aber eben gütermäßig habt ihr hier ein bisschen was zum Rumspielen. Okay, nachdem die Station gerade auf PL1 online ist, würde ich sagen, fahren wir da mal durch. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch noch ganz kurz den Forumsbeitrag zu der Szenerie zeigen. Kleiner Cut für euch. Okay, und da wären wir auch im Forumsbeitrag. Den werde ich auch in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Und das jetzt einerseits nochmal die Spawns. B1 All 400 Meter, A500 Meter. Der Lutz SM42 und wir haben hier eine Geschwindigkeit von 80 km/h. Und hier beim eigentlichen Bahnhof, dann mit Übersicht, wo hier was ist, mit welchen Signalen und der Weichennummerierung und Elevator, wie es hier unten noch aussieht. Und was jetzt sehr, sehr praktisch ist und ich wünschte, mehr Stationen hätten das. Es gibt ja den Befehl RMK, wo man die Wagen löschen kann. Hier gibt es eine Übersicht, was ihr da für eine Gleisnummerierung angeben müsst bei RMK, wenn ihr auf dem Gleis was löschen wollt. Also beispielsweise RMK und dann KRIT1 und dann löscht ihr hier in dem Bereich alles, was hier draufsteht. Das gleiche auch hier mit den Abstellgleisen sowie auch hier bei den Stumpfdingern da oben. Es ist alles durchbeschriftet. Richtig, richtig, richtig gut. Es geht noch weiter. Hier in Zementonia auch einmal komplett durchbeschriftet. Also da wirklich Daumen nach oben. Und dann haben wir hier noch Katziopol, das obere Gleis mit der Beschriftung, sogar noch wie lang. Und dann haben wir Bazapali und auch da nochmal die Beschriftung. Es ist wirklich, wirklich praktisch. Das sollte eigentlich jede Szenerie haben, so eine Übersicht, weil RMK ist manchmal sehr nützlich, wenn auf einmal Wagen dastehen, die man gar nicht haben möchte. Oder wenn man selber ein bisschen rumspielt und sie dann wieder weghaben will. Ja, so viel mal zum Forumsbeitrag. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in eine Random-Szenerie und lassen uns einen Fahrplan geben, dass wir hier einmal durchfahren. Und dann sehen wir mal die ganze Szenerie von Anfang bis Ende. Okay, liebe Leute, wir sind auf PL1 unterwegs und ich habe mir einen Fahrplan geben lassen mit meiner SM42. Und wir fahren direkt nach Kretsch, je nachdem, haben da einen längeren Halt, den werde ich für euch natürlich rausschneiden. Und dann geht es weiter nach Hell, ebenfalls eine Dieselstation. Aber ich werde uns auch mal anschauen, Dieselkopfbahnhof, wenn man so möchte. Oh, ich hoffe nur, dass wir jetzt dann bald mal loskommen. Und da kommt auch schon das Signal. Wunderbar. Dann gehen wir hier noch. Plus, plus. Und Abfahrt. 50 dürfen wir hier. Baumax von unserem Zug ist 70.
meint das andere Kollege. Einmal gegen die Birne. Aber ich fahre in der Ansicht so viel lieber als in der hier. Klar, man könnte dann noch so ein bisschen hier rausgehen. Aber so sieht man halt ein bisschen mehr. Und tschüss. Ah, in der Station kann man auch sehr viel Spaß haben. Ein andermal. Deswegen, eventuell mache ich die Station am Fahrtag. Noch am Fahrtag ist sie mit dabei. Als Anschluss für die Dieselstrecke. Lokzüge können dann hier enden und dann wieder umgesetzt. Diesellok vorne drauf. Oh, 0,70. Ah, stimmt, da geht es ja in die andere Industrie hier. Das wird jetzt vom Übergang her nicht passen, nachdem wir hier eine Oberleitung haben. Und in Kretz, wie auch immer, alles ohne Oberleitung ist. Ah, wir brauchen einfach stärkere Dieselloks. So, einmal hüpfen. Ja, Catch, Katze, Pol. Muss man halten. 15,10 bis Sekunde 30. Das ist das erste Mal, dass ich das so im Fahrplan sehe. Und dann eben 15,14 bis 15,25. Ja. Und dann hell. Bin schon gespannt, wie die Durchfahrt wird. Und vor allem, wie sich der Fahrdienstleiter machen wird. Wir kriegen schon irgendwie hin. Doch schon, das wäre schon die nächste Pfeiftafel gewesen. Dafür geht es nur in die andere Richtung. Ich glaube, da vorne kommt doch mal eine. Yes! Einmal die Pfeife abgehen lassen, ein bisschen wenig mehr. Eigentlich auch eine schöne Landschaft hier. Jetzt kommt der Leck. Da wird geraden. Da oben kommt sie. Ich finde es immer spannend, das so von unten so zu sehen. Ich glaube, das ist einer dieser Anschlüsse hier, der so ein bisschen länger geht. Und weg ist er. Ja, Katzepol wird interessant, weil hoffentlich macht er da gerade nicht irgendwie Güterblödsinn und gibt mir die Einfahrt. Immer ein Abenteuer hier in TD2. So, Leistung mal runter. Also ein bisschen leiser. Und da hört die Oberleitung auf. Loading finished. Vielleicht ein bisschen mehr Schmackes. Und da wären wir dann auch schon in der Szenerie. Komm ich mal so unpassend. Ja, mal pfeifen. Ja, der letzte Leg. Und da wären wir einmal wie Tom. Ja, doch. Schön ausgestaltet. Ja, und der ist eben entweder am Rangieren oder wartet noch auf Fahrplan. Der RMDIR. Ist das davor schon unser Halt? Jo.
hat hier Pol. Vor Ewigkeiten bin ich da das letzte Mal durchgefahren. Das ist jetzt sicherlich über ein halbes Jahr her. Jetzt war das leider vor kurzem erst drin gewesen, aber da war kaum was los. Haben wir ein bisschen Rangierübungen gehabt, aber selber durchgefahren schon ewig nicht mehr. Aber es sieht von Vorderperspektive echt schön aus. Oh, Katze Pol. Und wir sind ein bisschen zu spät. Bleiben wir mal kurz stehen. Ich würde sagen, bis 13 nach. Und geht dann gerade weiter nach Kretschk. Das ist da vorne richtig. Ja. 13 wird stay on track free. Ich hoffe mal, er hat eine Plattform. Ansonsten hat Mr. Elki gerade schon einen Fehler gemacht. So, Abfahrt. Da ist ja sogar eine Katze. In Weiß. Das habe ich gar nicht gesehen. Da sieht man Sachen, wenn man durchfährt. Also ich glaube, da war er schon ein bisschen beschäftigt mit dem Ausgestalten, aber der Ersteller von der Szenerie, der ist voll auf Schwimmbau. Ich könnte mit ihm mal ein bisschen quatschen. Und ich bin schon gespannt auf seine neuen Sachen. Und natürlich auch diesen Szenerien und die werde ich euch dann auch vorstellen, wenn es dann kommt. Brauchen mehr Dieselstrecken, anständige. So kommen wir einen kleinen Bach, schrägstich Fluss. Und da blinkt schon wieder die 40. So, da bremsen wir mal ein bisschen rein. Mal ein bisschen die Stadt hier. Und ich weiß, böse Lokbremse. Aber es war ein bisschen angenehmer. Söderli. Da ist was Modernes dran. 2F. An der Seite sieht man nicht sehr viel Spannendes. Und da hätten wir den Bahnhof. Schauen Sie unten selber. Doch, das ist Bahnsteiggleis hier. Ah, hat er gut gemacht. Wegen Stolz. Mein Kollege. Ja, schön. Schön, 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 schön. Mensch, was für ein Zug ist denn der unterwegs? Nicht der Güterzug? Postzug?
dann würde ich sagen, bleib mal stehen. Ja, fast perfekt. Okay, können wir hier wieder lösen. Lokbremse rein. Und dann schauen wir uns mal ganz kurz den Collision da an. Wird doch so ein Bauzug sein. Aber da hat nach wie vor keinen Fahrplan. Okay, gut. Liebe Leute, ich würde sagen, wir warten hier, bis wieder die Abfahrt kommt. Und dann schauen wir uns noch die andere Seite an. Die Einfahrt in Hell. Also, bis gleich. So, da ging das Signal auf Fahrt und wir fahren ab. Und dann schauen wir uns noch die andere Seite der Szenerie an. Ausfahrt mit 40. Ja, ich liebe das Geräusch, was die machen, wenn die auf und zu gehen. Das ist einfach sexy. Sehr gut. Eben da ist die eine Strecke, wo es da weggeht. Ist eigentlich schön, dass es nicht gerade direkt nebenan ist, sondern dass man ein bisschen Fahrstrecke hat. Alles jetzt nicht viel, aber immerhin. Und ich hoffe, man hört den Wind draußen nicht allzu sehr. Weil momentan ziemlich windig. Das Fenster lasse ich doch noch offen, weil es ein bisschen warm ist. Aber es sollte sich in Grenzen halten. Ja, also abgesehen von der Stadt, sehr viel Nix, sehr viel Grün. Und der dichte Wald, bei dem man nicht durchsehen kann. Naja, kann man schon nichts sagen, hat es sich wirklich Mühe gegeben mit der Ausgestaltung hier. Ja, Vorsignal. Digital. Und da hätten wir unser Fahrmax dann eigentlich, gehen wir mal runter mit der Leistung. Vielleicht ist dieser 509-157-Zug da auch ein bisschen so der Einweiser, der Aufpasser. Wir haben so ein bisschen Zeit, bis es funktioniert. Hey, wir sind hier viel zu schnell. Bremsen. Und wir haben einen Bahnübergang. Ja, gerade da vorne. Er ist wirklich ein bisschen abschüssig. Wir werden hier schneller. Oh, stellt euch mal vor. Dampflok in TD2. Ha. Weiß zwar nicht, wie sie das umsetzen würden, aber cool wäre es. Gerade diese Strecke da. Die wird schon nicht schlecht sein, mit der Dampflok hier mal durchzufahren. Und das. Nee. Das ist ein nettes Easter Egg. Eine kleine Dame, die ja noch am Winken ist. Und dann in Hell. Dann haben wir es gesehen. Catch. Nette kleine Station, kann es euch nur empfehlen. Macht es mal. So nebenbei. Wäre natürlich nicht so viel los sein wie in Ligode oder sonst wo. Aber für zwischendurch. Netter kleiner Bahnhof mit Güterspaß. Wunderbar, da wären wir in Hell. Mit neuen Gleisen. 100 sogar.
Kein Dieselzug fährt hier 100. Also, darf zumindest sich 100 fahren. Und, wen haben wir hier drin? Den Philipp 208. Und ein Expresszug. So, dran. Nochmal Hallo gesagt. Also nur so als Side Note, Hell war eigentlich nicht immer so ein Kopfbahnhof. Also es geht nach hinten eigentlich noch ein bisschen weiter zum Haufenbereich. Das Gleis ist aber aufgelassen. Gut, so gesehen kann man sagen, okay, für Personenzüge war es ein, oder ist es gut geht nach Kopfbahnhof gewesen, die sind nicht weiter nach hinten gefahren. Aber Güterzüge hätten weiterfahren können. Das war einmal. Und komplett SCS gesteuert hier. Genau das Gegenteil von Kretsch. Oder Kretz. Ich weiß nicht, was richtig ist. Vielleicht ist auch beides nicht richtig. Kilometer noch. Ich habe die Einfahrt gar nicht so lange in Erinnerung gehabt. Ja gut, bisschen Wegstrecke. Ich glaube, ich so ein Fahrplan generell nicht so geil, wenn man dann hier die Zeit braucht, bis man dann beim Bahnhof ist, wenn er draußen ist. Das ist dann pro Stunde weniger Züge. Außer man knallt hier natürlich mit 100 rein. Aber immerhin, der hat jetzt schon 21 Züge hier drin gehabt. Das ist die Frage, wie lange er denn hier schon drin ist. Ich glaube, ich schaue mal ganz kurz nach. Der ist hier, Dispatcher History. Ja, okay, eigentlich sind es nicht viele Züge. Der ist schon seit 8,5 Stunden hier drin. Hat für die Station ein Rating von 114. Aber ich glaube, der mag die Station, denn der war am Tag davor 15 Stunden 57 Minuten hier drin. Und am Tag davor. Das kann gar nicht hinkommen. Nee, der hat 16 Stunden gemacht, der ist über die Nacht durch. Ja, im Durchschnitt sind die Leute so 2 bis 4 Stunden drin und kriegen dann 4 bis 10 Züge zum Durchschnitt, was ich da so sehe. Das hat dann auch der mit Dieselstrecken, da ist nicht so viel los. Nur viel weniger halt bei Kopfbahnhöfen. Glebsche zum Beispiel ist auch ein schöner Bahnhof. Aber ist halt nichts los. Wäre halt ein idealer Zweitbahnhof. Und da blinkt's. So, endlich in Bahnhofsnähe. Da hinten ist er schon. Gehen wir mal runter vom Gas.
Kinn gehen wir noch ein bisschen schneller fahren. Ja, schaut euch das an. Das ist alles brandneu hier. Frisch revidiert. Oh, ist das der Kollege 2530 oder was da steht? Na, ich glaube ja. Oder? Ist der Block dran? Nee. Warum steht einfach so da? Alles klärchen. Ach, da vorne steht da. Mal kurz schauen. Ja, ein bisschen Platz zum Spielen hat man hier. Aber nicht sehr viel. Da ist gerade der Bahnhof. Und hinterm Bahnhof hört es dann gerade schon auf. Und diese verlassene Strecke geht noch 200 Meter oder so nach hinten. Und dann kommt die Tafel mit bis hierhin und nicht weiter. Südeli. Eben, da hinten wird es noch weitergehen. Aber ist nicht mehr. Okay, dann steigen wir hier mal aus. Ja, liebe Leute, das war der Einblick in die Station inklusive einer Durchfahrt. Ich hoffe, das hat euch gefallen und wer weiß, vielleicht sehe ich den einen oder anderen von euch in der Station. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Fahrt. Bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.